Wasser, strukturiertes Wasser, und warum muss das zum Keimen verwendet werden? Ich habe mir einen Wasserfilter geholt, der nicht nur das Wasser extrem filtert vor allerlei Bakterien und sonstigen Mikroplastik und der Antibabypille und Medikamenten und sonstigen Sachen, was eben im Leitungswasser leider enthalten ist, sondern ich habe mir auch einen Wasserfilter geholt, der das Wasser strukturiert. Das kann man auch durch ganz einfache Wassertests sehen. Ich weiß nicht, ob du Wasserkristalle schon mal dir angeschaut hast. Die schauen aus wie Schneeflocken. Und strukturiertes Wasser hat eben diese Struktur einer Schneeflocke, totes Wasser nicht. Wenn du jetzt mit diesem strukturierten Wasser hergehst und deine Saaten keimst, ist es ja ganz klar, weil die Saat natürlich das Wasser aufsaugt, dass du eine ganz andere Qualität hast von dem gekeimten Korn, als wenn du es mit einfachem Leitungswasser keimst, wo ja wieder die ganzen Rückstände und so weiter drin sind, die du dann wieder mit isst. Das heißt, keimen bedeutet nicht gleich keimen. Es ist auch wichtig, dass du darauf achtest, mit welchem Wasser gekeimt wurde. Und deswegen habe ich bei allen Zellgutprodukten darauf geachtet, dass wir mit strukturiertem Wasser keimen.